Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ich gebe mal hier ein bisschen Fersengeld. Wir müssen mal Gas geben. Wir haben uns völlig verritten. Wir sind auf der völlig falschen Seite drüben. Ja. Und das passt überhaupt nicht. Schuppdiwupp. War ja hoffentlich kein Bandit. Ja. Wer Karten lesen kann, ist klar im Vorteil. Ah ja, ist ja noch gut fertig, oder? So, hier müssen wir wieder runter. Achtung, aus der Bahn. Was? Ich glaube, es hackt. Ich bin noch kein Attentäter. Schnell weg hier. Die drehen, die spinnen ja alle hier. Kaum hat man den Bogen draußen, schon fangen sie alle spinnen an. Ist ja übel. So, dann müssen wir hier wieder über dieses kleine Brückchen drüber. Und dann geht's hier weiter zur großen Hauptkreuzung. Vorbei an ihrer Mühle. Huch. Hä, wo sind wir denn jetzt? Das ist doch jetzt richtig, oder? Ja, das ist jetzt richtig, genau. Schwein, mach Platz. Ja, doch, das ist richtig. Oh, hier gibt's Kühe. Cool, und was für Riesenviecher. Naja. Neue Stufe erreicht, reiten. So, mal sehen, was das hier für eine ist. Ich möchte dich nicht behelligen, aber wenn du mir kurz helfen könntest. Ja? Was denn? Was gibt's? Was ist denn? Also ich fordere dich zum Duell, mein Herr. Was? Du hast mich gehört. Winde dich gar nicht erst heraus. Auf! Nein. Ich habe keine Zeit für ein Duell. Oh, verzeih, dass ich dich belästigt habe. Bist du bescheuert? Ich warte auf jemand anderen. Ist am Ende ja egal, wer mir den Kopf vom Leib haut. Warum? Macht nichts. Ich warte auf jemand anderen. Ist am Ende ja egal, wer mir den Kopf vom Leib haut. Hey, ich verstehe nicht. Egal. Der ist, glaube ich, nicht ganz frisch. Warum will der sich den Kopf vom Leib hauen lassen? Was ist da los? Selbstmord oder was? So, über die Brücke und dann gleich nach links den ersten Weg bis zu den drei irgendwasen. Wir sind, glaube ich, schon zu weit. Über die Brücke und dann gleich nach links. Nein, das ist der Weg hier. Bis zu den drei irgendwasen, die sind dann wahrscheinlich hier unten irgendwo. Oder gibt es hier irgendwelche drei irgendwasse? Ledetschko. Waren wir schon mal in Ledetschko, ja? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ne, ich glaube, wir müssen dem Weg hier folgen. Ja, wir probieren es aus. Das werden wir dann sehen. Hier geht's, glaube ich, dann lang. Scheint so, ja. Naja gut, dann nix wen. So, ich muss gleich mal wieder die Karte rausziehen. Aber ich glaube, ein bisschen müssen wir noch. So, jetzt wird's schwierig. Wo sind wir denn jetzt? Hier.
Und wie war das auf diesem... dieser Karte? An dem oberen See nah vorbei und dann kommen wieder Berge, Bäume. Ach, hier. An dem oberen See, an dem oberen Fluss, meine ich. Hier sind dann wieder Bäume. Der müsste dann wieder länger werden. Ach, und wir müssen erst über den ganzen Ding drüber raus, klar. Oh Mann, diese Karte, die führt uns irgendwo hin. Bin ja mal gespannt. Ah ja. Die Leute immer hier, voll die Simulanten überall. Oh, was ist mit ihr? Warum pfeift der immer? Pfeift doch nicht beim Absteigen, Mann. Körper aufheben, plündern. Was hat sie denn dabei? Oh, wer ist da? Was machst du da, du Mörder? Ich bin kein Mörder. Ich habe niemanden umgebracht. Die Leiche lag schon hier, als ich herkam. Ich habe gesehen, wie du sie bestohlen hast. Gar nicht. Ich habe den Tatort untersucht. Ich habe untersucht, was passiert ist, damit ich es melden kann. Gut. Na schön. Du scheinst doch unschuldig zu sein. Gut, dass du es einsiehst. Geh und melde, was hier passiert ist. Und was hast du hier gemacht? Was hast du hier eigentlich gemacht? Was meinst du damit? Gib es zu, sonst machst du es nur noch schlimmer. Es wäre besser für dich, wenn du gestehst. In Ordnung, ich war's. Ich wollte sie nicht töten, sondern ihr nur ein wenig Angst einjagen. Sie hat sich auf mich gestürzt und wollte mein Messer. Und so hat es geendet. Du musst es doch niemandem erzählen, oder? Und du wirst es nicht bereuen. Na schön, gib mir Geld und du kannst gehen aus der Saal, kannst du dich nicht rauskaufen. 25 Groschen. Dann geh auch. Ich kümmere mich um den Rest hier. Gebände, ein wichtiger Modeartikel für ehrbare Damen. Zustand, aber mit Blut voll. Schuhe mit Blut, verziertes Kleid, alles mit Blut voll. Apfel nehme ich mit und Brezel nehme ich mit. Den Rest lassen wir. Und die Frau nehmen wir. Und legen sie wenigstens an den Rand. So. Und weiter geht's. Nein. Pferd pfeifen. So. Haben wir auch wieder ein bisschen was dazu verdient. Einfach so. Nicht schlecht. Nur weil wir ein guter Profiler sind. So, was haben wir hier entdeckt? Ein Lager. Okay. Ist mir eigentlich relativ wurscht. Okay, gib Gas, du Zotte. Was? Valkriner? Rankiner Wald? Oh Mann, wir sind ganz schön weit weg von zu Hause. Aber ich habe ja noch einen Retterschnaps. Den kann ich dann ja mitten im Wald zu mir nehmen. So, jetzt sollte ich aber langsam mal wieder auf die Karte gucken. Oh, vielleicht finde ich ja hier. Tollkirsch. Beinwell. Ah, nehmen wir mal mit, was soll's. Ist zwar kein Tollkirsch, aber... Wildschweine? Nur mal so zum Testen.
Okay. Das war gar nichts. Das auch nicht. Das auch nicht. Und jetzt bleiben die sogar stehen. Okay, hat keinen Wert. Da verschieße ich mir nur meine ganzen Pfeile. Bin einfach zu schlecht. Augentrost. Das konnten wir bei dem Kerl kaufen, aber wie gesagt, das kriegen wir offensichtlich auch so. Ringelblume. Kennen wir ja schon, das ist, Ringelblume brauchen wir ja überhaupt nicht. Oh, jetzt sind die aber ziemlich nah hier. Und da kommen andere Leute. Ich glaube, ich gehe mal zu meinem Pferd. Und steck mal den Bogen weg. So, auf die Karte wollte ich gucken, genau. Ich bin falsch geritten. Oder? Ja, ich hätte hier nach rechts reiten sollen, Mist. Gut, dann retour. Nix wie schnell wieder zurück. Naja. Wir werden schon noch finden, worum es sich da auf dieser Karte handelt. Da bin ich echt mal gespannt. Das würde ich gerne in dieser Folge mal noch hinkriegen. Was denn da so auf uns wartet. Überfressen sind wir schon mal nicht mehr. Unsere Ausdauer geht runter, die vom Pferd auch. Aber wir dürfen gleich an dieser Biegung sein, ja. Sind wir auch schon. Okay, da will ich jetzt nicht durch den Wald durchrennen. Wegen der Tollkirsch. Was ist das? Ach, das sind Baumstümpfe. Oh, es wird auch langsam dunkel. Da sollten wir uns vielleicht nicht hier aufhalten. Wenn es dunkel wird an irgendeiner Stelle, die uns auf irgendeiner Karte angezeigt wurde, die wir gefunden haben, an die wir irgendwie rangekommen sind. So, wo sind wir denn jetzt? Okay, wir sind hier. Ich glaube, wir müssen noch weiter. Die Vögel machen sehr komische Geräusche hier. Oder die Raben oder was auch immer. Da läuft wer? Den haben wir jetzt tot getrampelt. Das Pferd hat ihn quasi überfahren. Hirsche. So, ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Hier geht es auch schon wieder hoch. Das ist sehr, sehr seltsam. Irgendwie passt es nicht zu der Karte im Bild. Und hier laufen tatsächlich noch Leute rum. So weit draußen im Wald. Das ist auch irgendwie komisch. Ob die Leute wohl, wenn wir die umrempeln, ob die dann da wohl auf dem Boden liegen? Ich weiß es gar nicht. Ich müsste mich mal umdrehen, wenn wir einen angerempelt haben. So, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Kämpfe oder gib dich, ich renne lieber weg.
Dazu habe ich ein schnelles Pferd. Sühnekreuz. Kann ich eigentlich von hier auch schießen? Müsste auch gehen. Vielleicht kann ich den ja von hier abballern. Ist er das? Ja, das ist ein Baumstumpf. Ach ne, ein Kreuz. Okay. Ist das die Karte? Wir sind schon bis hier gewesen. Aber hier ist auch noch irgendwas. Ah, Moment mal, vielleicht ist die. Oh, es wird dunkel. Wo ist sie denn? Hier. Zweier war's. Ah, das ist vom Weg ab. Durch den Wald. Huch, was ist denn jetzt los? Warum? Oha. Kleiner Bug. Okay. Was zum Henker? So, Escape. Nochmal Escape. Was ist denn jetzt los? Oh nein, was spackt denn da jetzt? Bin ich nicht mehr auf meinem Pferd? Offensichtlich bin ich nicht mehr auf meinem Pferd. Hä? Was ist denn da los? Und das Spiel spackt Hilfe. Naja, ich glaube, wir machen hier mal eine kleine Folgenpause. Und ich weiß nicht, wie ich das hier in den Griff kriegen kann. Keine Ahnung, ich ziehe die Maus nach unten und die geht von allein wieder hoch. Also irgendwas ist da kaputt. Und ja, dann mal schauen, wo wir dann das nächste Mal wieder rauskommen. Naja, bis dahin, macht's mir gut, meine Freunde. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Time to Play, hier bei Kingdom Come Deliverance. Bis dahin, ciao.